Moin Moin und willkommen zurück zu einem neuen Spiel für die Switch. Ist vor ein, zwei, drei Tagen erschienen und es handelt sich um Unruly Heroes. Ein Mischmasch-Plattformer, wo man vier Helden gleichzeitig spielen kann. Ist, glaube ich, sogar von einigen Entwicklern von Ubisoft entwickelt worden. So ein bisschen, so, die sich damit auskennen mit der Materie. Und ja, wurde auch auf der Nintendo Nindies, beziehungsweise jetzt ist es ja Nintendo hier, Quatsch, Indie Highlights präsentiert. Ich dachte, wir probieren es mal aus. Vielleicht ist es ja ganz gut. Lass uns mal starten. Abenteuer, Spieler gegen Spieler. Machen wir Optionen an, kurz. Einstellung. Die Musik ist bestimmt gut und die machen wir schon leiser. Was war's? Mehr machen wir nicht. Oh, speichert unten. So, Spieler gegen Spieler, Optionen, Extras, das sind Extras. Skin-Auswahl, Schriften, sondern Danksagen, Einführungsvideo. Einführungsvideo. Gibt's sowas? Wollen wir mal angucken? Was kann das sein? Gucken wir uns das mal an. Ist das ein Intro vielleicht? Since the dawn of time, the sacred parchment has maintained the balance between worlds. Throughout the ages, dark forces conspired to undo that order. Eventually, they prevailed. Were scattered across the land. And in their wake, fair became foul, virtue turned to vice. Now, wretched creatures roam the land, wreaking havoc and leaving chaos in their wake. Four truly unruly heroes can turn back that dark tide and restore order to heaven and earth. Well, at least they'll give it a shot. Ja, spitze. Kommt wahrscheinlich jetzt auch, wenn ich das Abenteuer starte. Das ganze Spiel basiert ja auf einem chinesischen Roman. Die Reise nach Westen, glaube ich. Und kennt man auch als Legende des Affenkönigs. Gibt auch einen Film von. Ich glaube, da kommt sogar. Es gibt sogar einen Film mit Jackie Chan und Arnold Schwarzenegger, die da mitspielen. Ich glaube, ist nie bei uns erschienen. Aber ich meine, der ist schon längst draußen oder kommt noch. Ich weiß es nicht. Egal, habe ich nie gesehen. Also ist auch eine Schnuppe. Aber da basiert das auf jeden Fall drauf. Wir fangen einfach mal an. Wenn das Intro jetzt nochmal kommt, logischerweise springe ich es über. Siehst du? Überspringen, klar. Haben wir jetzt ja angeguckt, ne? Durch Einführungsvideo. So, ich bin gespannt. Also, wie gesagt, das sind von Ubisoft-Machern gemacht. Und man muss dazu noch sagen, die haben auch Rayman gemacht, die ganzen Leute dabei. Das heißt, ich gehe davon aus, dass das Spiel sehr flüssig ist und sehr viel Fun macht. Okay, Schädelschlucht, gefrorene Wüste. Auswählen? Ich kann hier nicht viel auswählen. Nee, kann ich noch nicht. Aber wir können da reingehen. Gefrorene Wüste. Ich bin gespannt. Ich stehe auf abgefahrene Spiele. Und das Spiel sieht schon sehr abgefahren aus. Und grafisch wird es eigentlich auf dem Kasten haben. Es müsste definitiv so flüssig laufen wie Rayman. Rayman Legends oder auch das andere Rayman. Also, gucken. Fällt mir ein. Schade, dass sie nie mit einem Rayman 3D wiedergekommen sind. War eigentlich nicht schlecht. Eieiei, das läuft aber. Ei, das sieht schon nice aus, oder? Also die Grafik, da kann man nicht meckern. Okay, was hat er noch hier so? Wechsel zwischen Charakteren. Wie? So? Einfach nur so? Puh. Wer ist er denn hier? Wir haben alle so verschiedene Moves auch. Okay, wen haben wir noch da? Ein Schweinchen. Eieiei. Okay. Und? Das ist ein Berserker? Okay.
Aber wir werden mal mit den Affenmenschen hier erstmal weitermachen. Gucken wir, wo es hinführt. Noch nicht schlecht. Okay, wer kommt da? Wer ist das? Heroes, beware. Though your fates are written, the road ahead is perilous. To keep the world from endless night, you'll test your limits against fearsome foes. No pressure, though. You've got this. Now, where was I? Danger, fearsome foes, eternal darkness. Right. Introductions. I am Guan Yin Puza, goddess of mercy. I'll be watching over you and sending good vibes when the going gets tough. But enough about me. Let the journey to the west begin. Okay. Gucken, ob die Visi uns helfen kann. Sammle Münzen in Leveln, um neue Skins zu kaufen. Okay. Ja. Bin ich immer nie so wichtig irgendwie, aber. Wir das haben. Ah, ich kann auch höher springen. Doppelsprung. Super. Spring höher und weiter nur mit Wukong und Sandmonk. Okay. Okay, so komme ich wahrscheinlich nicht. Aber da kommen wir hoch und dann kommen wir auch hier längs. Sehr gut, sehr gut. Eieiei. Okay, Gegner. Gehen wir auch hin. Oh. Ah, lustig. Oh, Special Move hier mit seinem Stock. Leiten nur mit San Sang und Kyung. Okay, müssen wir mal einen anderen nehmen. Ah, okay. Yes! Okay, da können wir die anderen natürlich auch durch haben. Warte, die Münzen holen. Die Münzen nehmen wir noch mit. Also wenn wir schon hier sind, ne? Warum ist da schon auch irgendwas? Nee, doch nicht. Okay, warte, müssen wir kurz zurückgehen. Achso. Ja, so. Das ist eine Rolle. Das ist eine Rolle. Glückwunsch, du hast deine erste Schriftrolle gesammelt und deine erste Illustration freigeschaltet. Du findest sie unter Extras. Na gut. Hier muss man wahrscheinlich leiten, um die Münze zu bekommen. Oder so. Und komm mal runter. Wer ist er denn? Achso, die Gnadetante kommt. Was sagt sie uns? Stop right there. Reift, halt genau hier an. See that lantern? Watch out for those along the way. There. To light new lanterns, all you gotta do is harness the energy from vanquished foes. But if things don't exactly work out, your body and soul will reappear at the last one lit. Okay, ein Speicherpunkt. You could say they're like the light of your life. Gut. Okay, Anna ist sie. Gut, dann kommen wir runter. Na. Ah, da komme ich nicht ganz hoch. Oh. So. Spacko. Ich glaube, da hätte man noch einen höher kommen können. Dann gehen wir halt diesen Weg hoch. Warte, geht das auch? Nein, warte. Oh, kann ich nicht hoch? Auch jetzt. Ah, nein! Da hätte man hochrutschen müssen wahrscheinlich, ne? Obwohl. Oh, ne. Das schafft man doch bestimmt, oder?
Ne, ich schaff's da nicht mehr. Scheiße. Na gut. Oh, da kommt was Böses. Was ist das? Und lacht mich aus. Oh my, you gave me a fright. I didn't expect to encounter such handsome heroes. Skull Canyon is such a dreadfully dull place. But I know how to make it fun. In fact, it would be my pleasure. So come, friends, follow me. Wie man daher? Oh. Damn. Okay. Oh, der hat aber... So, du Spacko. Sonderangriff, ZR. Okay. Oh. Ach so, ich dachte, ich bin nicht leicht tot. Echt jetzt? Okay, ich habe sozusagen hat man 4 Leben. Weiche Angriffe und gefährlichen Gegenständen aus. Ach so, warte mal. Wie weich ist denn? Weiche? Ich drück doch eher. Ach, da jetzt. Ah, okay. Kann ich ihn da befreien, irgendwie? Dann nicht. Aber er fliegt als Geist mit. Wenn einer Karriere schlägt, kannst du ihn wiederbeleben, indem du auf seine Seelenblase schlägst. Ah, okay. Super. Nehmen wir ihn doch gleich mal wieder. Okay, okay. Das kann man nicht kaputt machen. Aber? Nein! Doch. Oh, gut. Sie ist auch eine kleine Bitch. Oh nein. Lass mal fallen. Oh. Shit. Okay, was ist jetzt hier? Machen wir hier schweben? Verwende Sandmonk, unseren Legensteiger, um die härtesten Hindernisse. Sandmonk ist der hier. Ah, okay. Also wir haben alle ihre Fähigkeiten. Das ist schon ganz cool. Das Spiel selber sieht schon sehr geil aus, muss man ja leider sagen. Also ist schon... Oh, da oben sind Fledermäuse. Jetzt geht's los. Eieiei. Okay. Ein kleiner Uppercut gewesen da. Nein! Oh! Das war jetzt Glück. Dass ich es jetzt noch schaffe. Okay. Und leuchten wir die mal. So. Und wieder volles Leben. Ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, okay. Der Wandsprung ist wahrscheinlich wie bei jedem Spiel. Und dann nehmen wir wieder hier. Warum die Eile? Spielen wir doch ein wenig, ja? Scheiße. Da war sie. Jetzt sie hier hinter. Siehst du? Man kann sie ein bisschen erkennen, weil das rote Cape da ist. Da oben guckt der Kopf raus. Sieht man das? Jetzt ist sie hier unten.
haut sie wieder ab. Die blöde Kuh, bleib stehen. Oh, da ist sie. Oh. Oh. Nein. Ah, das war dumm. Aber wir haben noch einen. Warte, ich will noch lieber zu dem gehen. Ja, der hat mit Doppelsprung. Ja. Hat geile Kung-Fu-Tricke. Oh nein. Shit. Nein, da. So. Ich da nicht durch? Das ist auch merkwürdig. Ich drück. Ja, was passiert wieder? Nichts. Also ab und zu? Funktioniert es, ab und zu funktioniert es nicht. Hm? Müsste jetzt da durchkommen. Es geht nicht. Ich komme nicht durch mit meinem Knopf hier. Warum geht das jetzt nicht? Das ist merkwürdig. Ein anderer Charakter. Ah, jetzt mit ihm geht's. Hm? So, Tante, und jetzt? Was willst du mir jetzt antun? Oh oh. Das ist ein Gegner? Der Baum? Sieht so aus, oder? Sieht auf jeden Fall böse aus. Aber sieht gut gemacht aus irgendwie. Strumpf. Ein Zahnstocherfabrik, die Helden hast. Okay. Guck mal, das ist ein super Move. Oh, scheiße. Ja, das kann ab. Aber jetzt mein Move. Ah, guck mal. Der Special Move von ihm ist auch nicht schlecht. Oh. Jetzt gucken wir, wir haben noch einen hier. So. Ein paar Münzen einsammeln hier. Yes. Und hier auch. Ups. So schwer war der gar nicht. Aber cooler Boss. Oh. Achso, ich dachte, das wäre. Ich dachte, da sollte ich auch hin. Aber sollte ich anscheinend gar nicht. Soll hier rüber. Das ist eine kaputte Brücke, das sehe ich jetzt schon. Ups. Na gut. Ups. Oh. Oh. Das war ja fies. Müssen wir den Beamer nehmen hier. Oh nein! Scheiße! Das muss ja irgendwie anders funktionieren. Ich kann ihn schon mal zurückholen. Da kommt noch eine Blase. So. Los geht's. Ups. Muss man schon ein bisschen besser timen.
Hä? Aber so kommt man ein wenig durch. Das ist ganz komisch. Wieso komme ich da jetzt nicht durch? Muss man da irgendwas aufladen erst? Dass irgendein Move voll sein muss? Nee, auch nicht. Hä? Ah, jetzt. Okay. War zu komisch. Oh, da geht sie wieder runter. Oh, nee, warte, da ist sie noch. Erstaunlich. Das werden wir sehen. Wir spielen später weiter? Wollen wir mal sehen. Psychotante. Na super. Da kommen wir natürlich nicht hoch. Da kommen wir natürlich nicht hoch. Aber hier kommen wir runter. So, gucken wir hier hoch, hüpfen mal. Ups. So. Knopf hier drücken. Die Klappe runter. Na, guck mal. Kann sonst gar nicht, so blöde Tante. Oh. Okay, dann müssen wir schon schneller sein. Oh, warte. Ach so. Und hier zurück. Mal da rein. So, mal sehen, wo wir landen. Level abgeschlossen. Ja, ist ein ganz nice Spiel. Das ist doch gut. Ja, wenn ihr Lust habt, spielen wir es weiter. Ansonsten war es erstmal ein Let's Show, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.